Und zugeschaltet ist mir nun Dr. Franz Janssen, Psychologe und Traumatologe. Guten Morgen, Herr Janssen. Guten Morgen. Wir wissen von den Ärzten, dass der Empfang für die Geiseln sehr emotional war. Viele Tränen flossen. Fällt in solchen Momenten nach diesen fürchterlichen Wochen die Last komplett ab oder wird sie eigentlich nur verdrängt? Also im Augenblick ist es sicher eine Erleichterung, das kann ich mir schon vorstellen. Ein Durchatmen, endlich in Sicherheit. Und ich habe also mitbekommen, dass die israelische Armee sich sehr gut vorbereitet hat und hat briefen lassen von den Kolleginnen und Kollegen aus entsprechenden, aus der Expertenschaft in Israel. Die sind also sehr achtsam in der Begegnung, in der ersten Begegnung mit den Geiseln, insbesondere auch mit den Kindern vorgegangen. Das ist sehr, sehr gut und war auch so zu erwarten. Aber wie kann und muss jetzt dieses Erlebte der Wochen seit dem 7. Oktober, auch der 7. Oktober, verarbeitet werden? Ich glaube, das, was da am 7. Oktober passiert ist, nach dem, was ich sozusagen als Endverbraucher der Medien mitgekriegt habe, war so dermaßen grausam. Und das haben wir gerade in dem Beitrag vorher gehört. Das gesamte Volk ist ins Mark getroffen. Im Grunde genommen ist eigentlich die ganze Welt ins Mark getroffen. Es hat ja nicht nur eine Tötung stattgefunden, es hat ja eine nihilistische, eine gewaltsame Aktion da stattgefunden. Ich glaube, das Trauma lässt sich nicht bewältigen. Es lässt sich einen Weg finden, damit zu leben. Aber bewältigen suggeriert ja, dass es dann irgendwann mal weg ist. Nein, es wird immer da sein. Herr Dr. Janssen, was ist denn aber in diesem Zusammenhang auch mit den Kindern? Gestern sind ja Kinder freigelassen worden. Wir wissen, dass heute wieder Kinder freigelassen werden sollen. Begreifen Sie überhaupt, was Ihnen passiert ist? Es ist, glaube ich, jetzt ein 2- und ein 5-jähriges Mädchen freigekommen. Das ist natürlich vom Alter her unterschiedlich. Das 2-jährige wird es nicht begreifen, das 5-jährige schon eher. Aber wirklich begreifen tun Sie und ich das ja auch nicht. Was ist da wirklich passiert? Was geht in Menschen, in Erwachsenen vor, die vor einem Kind stehen oder ein Kind mitnehmen wollen, was noch sagt, nehmt nicht mich mit, ich bin zu jung. Zitat von einem Jungen, der kurz vor der Entführung war sozusagen, das ist ja übermittelt worden über ein Handy. Das begreift ein Kind nicht. Und ich begreife auch nicht, was wirklich in Menschen vorgeht, die vor Kindern stehen, die sie dann mitnehmen oder gar töten. Was ist mit diesen Menschen passiert, dass sie das tun? Das ist, glaube ich, gehört zu den Dingen, die wir Menschen nicht wirklich begreifen können. Und die wir bedeuten? Allenthalben umzugehen lernen. Ja, und welche Bedeutung hat nun diese Freilassung? Wir haben es ja schon gesagt, es war sehr emotional, sehr tränenreich. Aber natürlich, die Entlastung, die war zu spüren. Aber was bedeutet das für die israelische Gesellschaft im Allgemeinen? Ja, die israelische Gesellschaft im Allgemeinen ist ja schon traumatisiert genug durch die Geschichte, auch durch unsere deutsche Geschichte natürlich. Und das fällt da ja in Israel auf einen Boden, auf einen Hintergrund der Shoah. Das, glaube ich, können wir noch gar nicht abschätzen, was da wirklich von Langzeitfolgen sein werden. Aber es werden Langzeitfolgen sein. Davon können wir ausgehen. Ich zitiere nochmal die Kollegin eben, dass die gesamte Gesellschaft ist ins Mark getroffen und da ist eine von einer Heilung nicht zu reden, also aus traumatologischer Sicht. Aber Israel wird lernen, damit zu leben. Die Gesellschaft wird lernen, da hoffe ich und wünsche ich auch dem Volk alles Beste, ihre Widerstandskräfte zu mobilisieren. Und das Volk ist ja auch zusammengerückt, soweit ich das mitgekriegt habe. Herr Dr. Janssen, ich danke Ihnen für dieses sehr intensive Gespräch auch. Ihnen einen schönen Tag. Ja, Ihnen auch. Vielen Dank. Ciao.